Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Rusty Lake Roots. Mein Name ist heute mal wieder das Bruce. Habe ich beim letzten Mal Rusty Lake Hotel gesagt? Ich habe bestimmt beim letzten Mal Rusty Lake Hotel gesagt und ihr habt mich bestimmt korrigiert. Das weiß ich genau. So, und wir machen jetzt einfach mal weiter mit der Geburt. Wie gesagt, ich disclaimere das hier nochmal. Es könnte ein sehr, sehr weirdes Spiel sein. Wenn ihr die letzte Folge noch nicht gesehen habt, schaut sie euch an. Es baut hier alles so ein bisschen aufeinander auf. Und wäre ganz gut. Aber Tod und Verderben und irgendwelche Männer, die aus Schränken und Standuhren rausfallen, ist durchaus eine Sache, die passiert. So, Albert van der Boom, Emma van der Boom und Samuel van der Boom, okay. So, wir brauchen also die Farben wahrscheinlich. Wahrscheinlich müssen wir das irgendwie zuordnen. Gucken wir mal, was wir da so rausfinden. So, und dann gucken wir zuerst mal, was können wir mit dem Fenster machen. Wir können das erstmal aufmachen, das ist erstmal ganz gut. So, und hier haben wir ein Fass, da machen wir einfach mal den Zapfhahn dran. Da kommt Blut raus. Ja. Gut. Blut ist gut. Wuff. Okay. Kein Thema, kriegen wir hin. Was machen wir denn jetzt? Sie will was essen. Okay. Wo können wir da mal was zu essen herbekommen? Nee, beim Hund war nichts. Ach so, wir können vielleicht mal dieses die Pflanze etwas bearbeiten. So, und die Pflanze packen wir dann direkt mal hier rein, stößen direkt mal durch und dann haben wir leckere Pflanzen Brei Geburtskraut. Okay. Ja. So schnell geht das manchmal. So. So, jetzt haben wir drei verschiedene Babys und okay. Ach so. Ah, ich verstehe. Passiert dann noch was? Ja, okay. Die Plazenta, ja natürlich. Die dürfen wir nicht vergessen. Und was macht man mit der Plazenta, wenn man einen lieben Hund hat? Genau, man gibt sie ihm zu futtern. So, dann können wir nämlich den Schlüssel hier mitnehmen und die Geschichte hier öffnen. So, jetzt hatten wir ja diese drei schönen Sachen. Zum einen brauchen wir das hier. Das Rote. Dann brauchen wir einmal etwas Durchsichtiges. Das wäre das Blaue, das Wasser. So, und wir brauchen noch eine Sache. Die ist da eher so weiß und ich könnte mir schon vorstellen, was das sein soll. Ich will mir aber nicht vorstellen, wo ich das herbekomme. Ja, die Milch. Okay. Warum nicht? So, er kriegt das und er das. Wir machen es umgekehrt. Er kriegt das und das. So, und dann haben wir das hier fertig und dann bin ich raus aus der Nummer. So, Gottes Willen. So, okay. Kann ja nur noch spannender werden. So, das Kinderspiel. So, wir nehmen uns hier erstmal ein paar Sachen mit, die bei den Blumentöpfen hier liegen. So, unser Kollege will eine Steinschleuder haben, offenbar. Das kriegen wir hierher. Und da haben wir ein bisschen Honig. Und er möchte offenbar den Schmetterling haben. Das ist ein Deckel. Pack mal den Honig da rein.
Dann fliegt vielleicht der Schmetterling. Noch nicht ganz, okay. So, du kriegst jetzt erstmal deine Steinschleuder. So, er braucht ein Gummiband. Ah, da haben wir doch eins. Sehr schön. Das haben wir hinbekommen. Und dann gucken wir mal, was passiert. Wenn er das Teil hier abschießt. Der arme Schmetterling, ey. Was ist denn das? Das ist ja voll unfair. So. Und schon haben wir den Schmetterling gefangen. Und jetzt streiten die sich ein bisschen und unser Kollege hier fällt gegen den Baum, ist ein bisschen angry. Aber ein bisschen angry sein reicht da noch nicht. Denn wir haben ja hier noch eine Murmel. Und die schießen wir ab zum Bienenstock. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee war, übrigens. Die armen Kinder. Ihr Leben wird voller Elend sein, aber ihr Vermächtnis von großer Bedeutung. Tja, so passiert das. Und da haben wir dann auch schon die drei Kinder dementsprechend mit bei. Wir gehen heute mal den Weg von Emma. Fruchtbarkeit. Irgendwie habe ich da nicht viel Lust drauf. So. Okay. Ah, okay, ich verstehe. Okay. So, wir sehen ja hier im Hintergrund die Pflanzen und das hier ist quasi der Weg, den wir gehen dürfen oder müssen. Das ist eher so ein buschartiger Kram. Und ich denke dementsprechend, was haben wir denn da? Das noch? Nee, es war jetzt nicht so ganz richtig. Obwohl, naja, doch eigentlich schon, oder? Wenn wir das noch ein bisschen blau machen. Fehlt uns noch was? Ach so. Ah, okay. Wir brauchen noch diese drei Komponenten dort. So. Ach so. Ah. Ich will das zuerst haben, okay. Hier war nichts mehr, ne? Okay, warum war nichts mehr? So, kann ich denn hier noch irgendwas? Das ist die 1, okay. Gut, dann muss ich zuerst die 1 machen und die sieht sehr rot aus, hat diese komischen Blätter und sehr tulpig, würde ich sagen. Das heißt also, das machen wir weg. So. Und dann einmal die Tulpe, denke ich. Dann nochmal die Rose. Und nochmal die Rose. Genau, das sieht schon mal richtig aus. Und dann einmal nochmal das Teil. Und dann haben wir das erste Stückchen hier. So, magst du es gerne haben? So, jetzt will sie das zweite haben. Ganz klare Sache. So, jetzt gucken wir uns das nochmal an. Es hat auf jeden Fall die Spiker. Sieht auch sehr rosig aus, aber eher so im anderen Bereich. Deswegen würde ich sagen, zweimal Rose ist drin. Achso, ja, ich muss ja zuerst das andere machen. Genau. So, dann nochmal die Rose und dann haben wir das und dann nehmen wir noch einmal die Stacheln dazu und dann haben wir auch das. Ja, Träumchen ist das, ein Träumchen, ich sag's euch. So, das hier hatten wir ja auch schon gemacht. Die dritte Variante
ist quasi genau das gleiche, nur dass man eben nochmal blau dazu mischt. Und dann brauchen wir nochmal das Teil hier und nochmal die ganz normalen Blätter. Und dann haben wir auch das. So, und das letzte ist dann dieses nette Etwas. Ohne Dorn, ohne alles. Einfach nur ganz schön und fluffig zurechtgezuppelt. Dann mischen wir die beiden hier, weil wir wollen ein Grün haben, aber das ist eher so ein bläuliches Grün und dementsprechend würde ich da nochmal Blau mit reinmischen. Und dann haben wir auch die Blume fertig. Ja. Ist das nicht wundervoll? So, dann kriegt sie jetzt erstmal diese Blume, kriegt diese Blume und kriegt auch diese Blume. Und dann haben wir die Leuchteblume oder was auch immer. Schön. Okay. Ich weiß noch nicht, was das bringt. Oh. Okay. Ja, das ging schnell mit dem Schwangerwerden. Okay. So funktioniert das offenbar. Man atmet irgend so ein Stuff ein. So, die Schaukel. Mal gucken, was wir da für lustige Sachen machen. Das sieht schon mal gruselig aus. Ist ja auch Herbst, Kürbis und so weiter. Mal gucken. So, er will einen Teddy. Ja, dann mal los. Das sollten wir hinbekommen. Okay, er hat natürlich ein Messer dabei. Weil, Leute, ganz ehrlich, wenn man schon am Brunnen steht, dann sollte man auch ein Messer dabei haben. So. Er gibt uns einen Schlüssel, weil wir ihm das gegeben haben. Ah ja, okay, da liegt der Teddyarm und da der Teddykopf. Warum auch immer man einen Teddykopf einschließt, aber okay. Vielleicht wollte man auch einfach nur verhindern, dass er hier seinen Teddy wiederbekommt. Aber hey, hat doch geklappt. So. Des Weiteren. Was passiert jetzt? Ah, okay. Hui. Oh oh. Das ist gar nicht gut. Und wir erinnern uns, dass er hier immer sehr, sehr gehänselt wurde von seinen anderen Geschwistern. Und das ist ja nun mal der Sohn der Schwester, nicht wahr? Also was gibt es anderes zu tun, außer das hier? Scheint ihn ja gar nicht zu stören. Aber hey, wir können ihm ja nochmal den Teddy geben. Mit einer Hand lässt sich nämlich schwieriger festhalten. Tja, das ist der Punkt, nicht wahr? Ein weiterer Ast. Die Suche. Ja, natürlich. Hier ist natürlich der Schrein. Von ihm hier. Weil er ist halt weg, ne? Keiner weiß, wohin. Interessant. Ja, es ist... Wie gesagt, ich hab euch vorgewarnt. Das wird ein weirdes Spiel. Und es ist ein weirdes Spiel geworden. So, das hier wird ja spannend. Da fehlt noch ein bisschen was. Was haben wir hier? Lieber Sohn, ich suche schon lange nach dir. Wenn du den Brief findest, versuche mich in den Sternen. Suche mich in den Sternen, genau. Okay. Deine Mutter. Hey, deine Mutter. So. Gut. Dann haben wir das hier noch. Ja, ist natürlich echt übel eigentlich, ne?
wenn man so will, was das angeht, aber... So, C ist offenbar die Brücke. Achso, dann ist hier bestimmt noch ein. Genau, das letzte Stück Papier. So, C ist die Brücke. Ah ja. Also A ist offenbar die Mühle. B ist so etwas über dem, ja, über dem Hotel, was in der Mitte des Sees ist. Hier ist eine Brücke bei C. Und D ist noch so mal so ein Häuschen, so eine kleine Kapelle oder wie auch immer. Gut, dann gucken wir doch mal. Aha. Okay, das bedeutet also, das ist ein Punkt. Also 260. Achso, zwei. Ja, 62. Okay. 62. Hey. War gar nicht so schwierig. So, das steht aber auch auf dem Zettel. So. Jetzt war hier noch irgendwie so ein... Ah, da ist die... Da ist die Dings hier, die Brücke. Das wäre dann 35. Also die Brücke wäre 35. Ach Gott. Also, okay. Wissen wir das jetzt? Nee. Also 62 plus 35. Oh. Okay. Also 62 plus 35 sind ja bekanntlichermaßen 97. Es ist warm. Es ist warm. Ich muss dazu sagen, es ist warm. 95. So. So, dann hatten wir hier noch dieses Häuschen. 95. Genau, auf das Häuschen muss es sein. Okay. Ja. Gut, ne, das ist schon unter 95. Dann haben wir nochmal eine 3. Ne, 95? 97 hatte ich gesagt, ne? Minus A. Wenn 33. Also 64 haben wir wieder. So, was war C? Achso, das war die Brücke. Moment mal, A ist das? Nee, also 95, 97 mal plus 33 sind 130. 130 minus, und jetzt muss ich die Mühle noch finden. Genau, die Mühle hatte ich nämlich noch nicht. 130 minus, ich würde sagen 4. Also sind wir bei 126? Oh mein Gott. Das war reines Kopfrechnen, Freunde. Freunde der Nacht, das war reines Kopfrechnen. Viel zu schwierig. Viel zu schwierig gemacht. Warum auch immer. Aber hey, immerhin. So. Wir brauchen das da drin. Nämlich quasi Wachs, Stempel mit Tinte, puff, flup, 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 rein damit. Und dann bekommt das unser Kollege Mr. Vogel. So, Mensch, das war interessant. Viel Kopf gerechnet. Ich bin in Mathematik eigentlich ganz gut, aber Kopfrechnen war nicht immer meine Stärke. So, vor allem nicht, wenn so warm ist. So, ah ja, okay. Jetzt müssen wir quasi hier die ganzen Geschichten einfärben. Und auch das bekommen wir hin. Denn wir müssen eigentlich nur alles mörsern und stößeln und wie auch immer. So. War's das? Achso, wir brauchen bestimmt noch eine Farbpalette. Kann ich die mitnehmen? Nee. Okay, und wir brauchen noch einen Pinsel. Pinsel ist auch nochmal ganz wichtig. Genau, hier haben wir noch ein paar Beeren. Da ist der Pinsel. Sehr gut. Ah, hier haben wir noch ein bisschen Honig.
Okay. Whatever. Ich weiß jetzt gar nicht, was will ich denn da noch mit reinschmeißen? Oder will ich das noch mehr stößeln? Oder möchte ich das... Was möchte ich denn damit jetzt machen? Hä? I don't understand what is happening. Egal. Das ist schwarz. Schwarz haben wir schon drin. Dann malen wir das jetzt erstmal schwarz aus. Und ja, ich bin nicht gut im Ausmalen. Ich habe ja aber auch kein Grafiktablett, das muss ich mal dazu sagen. Damit wäre es nämlich alles viel einfacher. So. Ich sehe schon, dass das... was der Punkt bei der ganzen Sache ist. Oh Gott, ich dachte, da hängt jetzt jemand tatsächlich. So, das ist rot. Ah, wir haben ja einen Schlüssel. Ah. Der ist mir gar nicht aufgefallen. Eine Flasche. Ja, damit können wir das hier abfüllen. So, und das ist jetzt Wasser, Öl. Ah, weil um eine Ölfarbe hinzubekommen, braucht man natürlich richtig Öl. So, genau. Das stößeln wir und dann wieder Öl und dann wieder Farbe. Mensch, ein Träumchen. Auch das stößeln wir, wieder Öl, wieder Farbe. Perfekt. So, und schon können wir hier die restlichen Farben mit reinbringen. So. Jetzt gucke ich nochmal kurz hier. Das Teil ist weiß, das ist rot, das ist gelb und das ist dann so dieses dunkelrot, so mäßige hier. Das hier. Genau, also das wäre jetzt der Baum, würde ich sagen. Das hier. So, das ist dann eher so dieses Rot hier, die Sonne. So, dann haben wir das Gelb. Das kommt dann hier unten überall hin, außer natürlich den Bereich da. So. Malen nach Zahlen, Freunde. Nur eben mit Blumen oder so. Okay, und dann war der Rest weiß. Das war das hier, ne? Okay. Wahrscheinlich auch gleich. Okay. Habe ich irgendwas vergessen? Das jetzt klappt, ne? So, ich habe jetzt mal die Sonne und den Baum in unterschiedlichem Rot gemacht. Okay. Sonne und Baum müssen in unterschiedlichem Rot sein. Das heißt also, ich habe die Rottöne einfach gewechselt. Warum auch immer das so ist, ich verstehe es nicht. Aber ja, das hatte ich mir jetzt gedacht, dass dann letztendlich hier die Geschichte passiert. Und da haben wir die Träne. So, es hat viel zu lange gedauert. Aber gut, wir gehen weiter mit dieser ganzen Geschichte. Jetzt haben wir quasi eine neue Person. Ich würde zu, obwohl, wir machen hier nochmal kurz weiter. Der Brunnen Teil 1. Ah, hier ist unser Kollege, der lebt sogar noch im Brunnen die ganze Zeit. Wer hätte das gedacht? So, er will etwas zu essen. Okay. So, hier haben wir jetzt einfach mal die Hand mit dem Dorn oder mit dem Splitter versehen. Schön. So, und nun brauchen wir Water. Ach so, Moment mal.
Ich irgendwas vergessen? Möchte Wasser haben. Hoppala. Hoppala. Verklickt. Er möchte Wasser haben. Okay. Ah, okay. Natürlich. So, okay. Dann legen wir da einmal den Stock rein. Ja. Ach nee, wir brauchen noch... Ach nee, Wooden Stick auch noch. So. Ich verstehe. So. Jetzt kriegt er was zu trinken. So, dann können wir das hier noch mit rein. Oder, ach nee, so, genau, so war das. Nee, umgekehrt, okay. Na, egal. So, er kriegt jetzt erstmal was zu sübbeln. So, jetzt werden wir nämlich was zu essen haben. Das ist okay. So, und deswegen, das muss einmal so gelegt werden. Ach nee, noch ohne. Ohne den. Okay. Gut. Mensch. Meine Güte. So, okay. Jetzt haben wir es. Alles klar. So, jetzt haben wir einen leckeren Fisch bekommen. Und ich gehe schon mal von aus, was passieren wird. Nom. Das ist der einzig sinnvolle Weg, einen Fisch zu essen. Einfach so. Nom. Genau. So, und dann haben wir das hier auch noch mit drin und bekommen jetzt einen Wooden Stick. Mal gucken, was das bedeutet. Ein Wooden Stick. Ah, damit er jetzt zum... Ja, er ist natürlich sehr, sehr kraftlos an der Stelle, ne? Weil er lebt ja schon jahrelang im Brunnen, der gute Frank. Ja, und das war's. Gut, ich würde dann an der Stelle erstmal sagen, wir gucken uns das auf jeden Fall weiter an. Lasst ein Like da, wenn euch die Folge gefallen hat. Und ja, lasst auch ein Abo da, damit ihr seht, wann es hier weitergeht. Kleiner Spoiler in 2 Tagen. Und dann wünsche ich euch noch einen traumhaften Tagabend oder wann auch immer ihr das schaut. Und bis zum nächsten Mal.